Herzlich willkommen bei Christians Elektroinstallation. Heute geht es bei uns mal wieder um die Schalter und heute um den Kreuzschalter. Zeige ich mal hier. Das ist der Kreuzschalter. Ein Kreuzschalter verwendet man dann, wenn man mehr als drei Schalter verwenden will, um eine Lampe an- und auszuschalten. Beim letzten Mal habe ich euch immer nur die Wechselschaltung mit zwei Schaltern gezeigt. Heute zeige ich euch die Kreuzschaltung mit drei Schaltern. Also so, 1, 2 und 3. Dann fangen wir mal an. Also, wie gesagt, am Anfang prüfen wir immer durch erstmal. Das mache ich jetzt mal. Man soll immer allpöllig durchprüfen. Gut, alles durchgemessen. Ich habe jetzt nur in dieser Dose durchgemessen. Die habe ich vergessen. Da aus dieser Dose der Strom kommt, vom Sicherungskasten hier hinten. Darum habe ich jetzt dort nur durchgemessen. Gut, am Anfang werden wir jetzt wieder die Erdung hier zusammenklemmen. Also wir haben hier ist eine dreiartige Leitung. Diese kommt vom Unterverteiler und hier haben wir auch eine dreiartige Leitung und noch eine Phase. Das heißt, man sollte eine fünfadrige oder vierartige Leitung holen. In diesem Fall habe ich jetzt hier nur so eine zweite Phase hineingelegt, da man zwei Phasen braucht, zwei korrespondierenden, wie in den Wechselschalter-Videos. Am Anfang werde ich jetzt die Erdung erstmal durchgeben. Die mache ich jetzt auch in der nächsten Dose. Das ist jetzt hier die Erdung, die von hier kommt. Und hier unten haben wir die Erdung von der fünfartigen Leitung, die aus dieser Dose kommt. Gut. Und dann sind wir jetzt in dieser Dose angelangt. Da haben wir dann einmal die Erdung von der Lampe. Und die Erdung aus der Dose hier. Die werden wir jetzt auch einfach durchgeben. So, jetzt haben wir soweit unsere Erdung durchgegeben. Das heißt, durch die ganzen Dosen bis zur Lampe. Jetzt werden wir unseren 0 durchgeben, da wir diesen ja in diesem Fall auch nicht schalten werden. Und ja, das machen wir jetzt mal. Fangen wir wieder in der ersten Dose an. Da haben wir jetzt unseren kommenden 0 und unseren gehenden 0 in die nächste Dose. Da sind wir dann wieder in dieser Dose, unser kommender 0 und der gehende zur anderen Dose. Und hier haben wir dann wieder unseren kommenden 0 und unseren gehenden 0 zur Lampe. Die werden wir dann jetzt auch parallel schließen. Die werden wir dann jetzt auch durchgeben. Mit einer weiteren Vago-Klemme.
Ja. Gut. Jetzt haben wir das ganze System so weit, dass wir hier die Erde und die den 0 haben. Hier 0, hier die andere Erde. Dann haben wir hier jetzt auch eine Neutralleitung und noch eine Erde. Das heißt, wir haben jetzt den 0 bei der Lampe und die Erdung bei der Lampe. Diese werden wir jetzt auch verstauen, immer die Vago klemmen, damit sie uns jetzt nicht mehr stören bei der weiteren Verkabelung. Sage ich das mal so. Werde ich die jetzt immer einfach hier in der Dose verschwinden lassen. Gut. Und noch hier hinten. Gut. Das ist, so weit sind wir jetzt. Also Neutralleitung und Erdung ist durchgegeben. Jetzt kommen wir direkt zu unseren Schaltern. Dazu werde ich jetzt erstmal in die erste Dose, wird ein Wechselschalter kommen. Diesen, so einen ganz normal, wie ihn aus den anderen Videos kennt. Den werde ich jetzt öffnen. Und wenn den auch wie in den anderen, wie bei einer ganz normalen Wechselschaltung anschließen. Also hier. Unten wird der kommende angeschlossen und hier die zwei korrespondierenden. Also kommender korrespondierende. So, das machen wir auch. Unten den kommenden. Und unsere zwei korrespondierenden aus der anderen Dose hier. Den einen rechts. Und den anderen links. Werden wir anschließen. Gut, dann haben wir jetzt den ersten Schalter schon mal verbaut, soweit, also verbaut, schon mal angeschlossen, also ganz normal wie ein Wechselschalter. Und dann kommen wir jetzt, überspringen wir diese Dose und gehen jetzt erstmal direkt zu der hier hinten. Da kommt jetzt unser zweiter Wechselschalter rein, der hier. Auch ein ganz normaler Wechselschalter. Und hier haben wir dann in diesem Fall einmal den gehenden zur Lampe, den überflüssigen dritten und unsere zwei korrespondierenden haben wir dann hier. Die werden wir dann, also erst die Lampe. Die Lampe kommt wie immer hier unten dran. Die kommt hier an den hier. Und dann die zwei, hier zwei kommen die korrespondierenden dran. Also nach Schaltplan auf N1 der kommende und hier die zwei korrespondierenden. So, das machen wir mal. Also hier unten jetzt erstmal der gehende zur Lampe.
falsche Schraube. So. Jetzt gehen wir zur Lampe. Und die zwei korrespondieren. Also einmal den einen korrespondierenden. In diesem Fall machen wir den jetzt rechts. Gut. Und den anderen korrespondierenden in diesem Fall links. Gut, diesen haben wir jetzt soweit auch angeschlossen. Und jetzt kommen wir mal zu der vierten Dose. Da haben wir jetzt soweit unsere korrespondierenden. Das heißt, hier haben wir jetzt die zwei korrespondierenden. Hier oben, in diesem Fall oben, hier die zwei sind die korrespondierenden von der aus der ersten Dose und hier unten in dem Fall sind die zwei korrespondierenden von dieser Dose. Theoretisch haben wir jetzt, wenn wir die parallel, also die parallel, die zusammenschalten würden, die zwei Drähte hier. Also die unteren zwei Drähte hier und hier eine Wechselschaltung aufgebaut. Und könnten die dann von diesen zwei Schaltern betätigen. Doch in unserem Fall kommt jetzt der Kreuzschalter ins Spiel. Das ist jetzt ein etwas älteres Modell eines Kreuzschalters, aber zum Zeigen ist der gut. Hat nämlich keine Zeit, einen neuen zu besorgen. Muss ich mir jetzt mit einem alten behelfen. Aber zum Zeigen ist er gut. Ja, man sieht auch, dass er noch schön alt ist. Gut. Und da sind jetzt oben zwei Anschlüsse und unten zwei Anschlüsse. Hier zwei und zwei hier unten. Da kommen jetzt die. Da kommen jetzt die oberen zwei. Kabel, die oberen zwei korrespondieren, kommen jetzt hier oben hin und die unteren zwei korrespondieren, die aus der anderen dritten Dose, kommen dann unten hin. Auf gar keinen Fall über Kreuz oder so anstecken, das heißt, dass man jetzt einen hier anschließen will und den anderen korrespondieren hier und die anderen zwei korrespondieren hier zwei, das ist falsch. Das auf gar keinen Fall machen, denn das führt nur zu Fehlern in der Schaltung und am besten die ersten zwei korrespondieren oben und die anderen zwei korrespondieren unten. So kann man es auch nicht falsch machen. Das mache ich jetzt in dem Fall mal. Das heißt, ich tue jetzt erstmal hier den ersten korrespondierenden verschalten. Und den zweiten oberen korrespondierenden verschalten. So, und festschrauben. Mist. Gut. Gut. Da haben wir jetzt hier oben unsere zwei korrespondierenden aus dieser Dose und hier haben wir noch die zwei Kabel, die uns in diese Dose hier korrespondieren. Diese schließen wir jetzt auch an direkt.
So. Ups. Gut. Ist anscheinend fest. Jetzt ist er fest, auf jeden Fall, das kann ich sagen. Und hier nochmal den nächsten, den zweiten korrespondierenden auf dem anderen Anschlussgurt. Gut, und Festschrauben, natürlich. Nochmal alle Schrauben nachziehen, da das ein etwas älterer Schalter ist, wie schon gesagt. Damit sich nichts löst. Und gut. Und schon haben wir ihn verschaltet. Das heißt, im Grunde genommen haben wir jetzt einfach eine alte Wechselschaltung zwischen diesen beiden Schaltern unterbrochen und nochmal den Kreuzschalter einfach dazwischen gestellt. Also einfach die korrespondierenden getrennt und den Schalter dazwischen geschaltet. Gut, dann verbauen wir das Ganze jetzt mal. So herum ein ist besser. Und werde jetzt noch den letzten Schalter, den Kreuzschalter einbauen. Gut, dann machen wir die Wippen drauf. Die andere Wippe. Und die Wippe von dem Kreuzschalter. Da haben wir jetzt unsere Schalter liegen und ich werde jetzt das System mal testen. Gut. Da werde ich jetzt einmal kurz die Sicherung, den Sicherungskasten vorsichtig öffnen. Die Sicherung der Kamera umlegen. Und testen. Die Lampe brennt. Lampe ist aus. Brennt
aus. Das kennen wir jetzt schon. Und jetzt können wir natürlich noch in der Mitte an, aus, an, aus. Wir können aber auch an, aus, an, aus, an, aus. Das kann man, sieht man auch hier. An, aus, an, aus, an, aus. Oder an, aus, an, aus, an, aus. Wie ihr seht, es funktioniert. Ja. Dennoch möchte ich euch bitten, es wenn von einem Fachmann machen zu lassen, da es sehr kompliziert ist. Und wenn ihr es wirklich macht, dann bitte die 5 Sicherheitsregeln beachten. Die kommen in die Beschreibung. Ich packe nochmal einen Schaltplan der ganzen Anlage in die Beschreibung. Das könnt ihr Beschreibung in die, ins Outro, ins zweite Bild wahrscheinlich, zweite oder dritte. Und ja, das war's mal wieder von mir. Euer Christian auf YouTube. Oare ce-i mai dureros decât să-ți auzi propriul copil spunând că pușcăria din rai e viața pe pământ? Oftând m-auzi spunând strângând din dinți, toți suntem condamnați la viață chiar de proprii părinți. Deci nu le mulțumiți, știți, n-a strigat nimeni din cer, dintr-un or de ceață: mamă, tată, v-am ales, vă rog, dați-mi viață. Eu personal mă întreb de ce ar trebui să fiu mândru de copilul meu când știu că ai mei nu sunt mândri de mine, nici n-au fost și nici n-or să fie. Trecând de copilărie, adolescența, naște mii de vise de conspirând inocența. Și doare rău când prima tinerețe te vinde și le ucide ca un călău. Cândva cineva mi-a zis: visează, ce-ai de pierdut e gratis, dar orice gând încins e un vis neatins, transformat în compromis, asta e omis. Atunci când noi și cei ce ne cunosc nu vom mai fi, va fi ca și când n-am fi existat. Când lamele sunt tot mai aproape de vene, nu te teme, viața e un căcat care trebuie savurat. Atunci când noi și cei ce ne cunosc nu vom mai fi, va fi ca și când n-am fi existat. Asta e pentru orice condamnat la viață, nu la moarte. Nu mai pot să lumine camarul că am învățat să noate. Fiind băieți, nu păduri cu treieram, ci cartiere, avere însemnau banii de bere. Și nu beam și nu fumam decât continuu, lumea era a noastră. Și nu pot să uit faptul că am fi trecut prin purgatoriu unul pentru altul. Acum judecând la rece, chiar mă oftică gândul că pe unii dintre noi nu ne-a legat decât o sticlă. Oare vă amintiți ce ne-am promis de mult când eram copii? Eu încă vă iubesc, putu-vă în gât oriunde ați fi. Când îmi înjur prietenii de-o viață, nu sunt o pacose, măcar o fac pe față. Și din prea multă dragoste și mă abțin, nu mai rostesc cuvinte ce o să doară. Am fost doar muște bețive într-un pahar cu apă chioară. Tu, prietene, nu spune sentimentele pe tavă pentru un ideal. Prietenii sunt îngeri demonizați cu chip uman. Atunci când noi și cei ce ne cunosc nu vom mai fi, va fi ca și când n-am fi existat. Când lamele sunt tot mai aproape de vene, nu te teme, viața e un căcat care trebuie savurat. Atunci când noi și cei ce ne cunosc nu vom mai fi, va fi ca și când n-am fi existat. Asta e pentru orice condamnat la viață, nu la moarte. Nu mai pot să lumine camarul că am învățat să noate. Să te lași în voia sorții așteptând ca vinere să-mi vingă. E ca și cum ai sta cu sticla în venă și ai bea din seringă. Asta e o pildă, doar cei puternici au puterea să se sinucidă. Cei slabi vor să trăiască și se nasc doar pentru decor. Când voi tânjiți după trecut, mie mi-e dor de viitor. Vom deveni părinți condamnându-ne la viață proprii copii. La asta mă gândesc în fiecare zi, n-o să ne întâlnim la cârciumă, ci cu copii în parc. Amintirile vor prinde viață ca un cord resuscitat. Ne vom certa și înjura, dar vom trece peste. Abia aștept să bem pe furii și ascuși de neveste. O să condamnă moartea la viață morbid. O să rămân veșnic acel copil unic, melancolic, acid, cu gropițe în obraji, îndrăgostit de rapid, sfârșit. Atunci când noi și cei ce ne cunosc nu vom mai fi, va fi ca și când n-am fi existat. Când lamele sunt tot mai aproape de vene, nu te teme, viața e un căcat care trebuie savurat. Atunci când noi și cei ce ne cunosc nu vom mai fi, va fi ca și când n-am fi existat. Asta e pentru orice condamnat la viață, nu la moarte. Nu mai pot să lumine camarul că am
noapte. Atunci când noi și cei ce ne cunosc nu vom mai fi, va fi ca și când n-am fi existat. Când lamele sunt tot mai aproape de vene, nu te teme, viața-i un căcat că...